Durch Kenntnis der 5 biologischen Naturgesetze und damit der Zweiphasigkeit aller sinnvollen biologischen Sonderprogramme ist es in vielen Fällen möglich, das Auftreten von Krankheiten bzw. Symptomen relativ exakt vorherzusagen. Dieses Video ist ein persönliches Experiment während dem vollständigen Lockdown in der aktuellen Corona-Krise, ob mit diesem Wissen auch verschiedene Symptome und Krankheiten ganzer Bevölkerungsgruppen zu einem gewissen Grad korrekt vorhergesagt werden können, die als Folge der vermittelten Panik und ergriffenen fatalen Lockdown-Maßnahmen auftreten werden. Voraussetzung zum Verständnis dieses Videos ist die grobe Kenntnis der 5 biologischen Naturgesetze, wie sie durch die freie Einführungsserie Krankheit ist anders schnell erlernbar sind. Bei einzelnen Menschen funktioniert die Vorhersage wie folgt. Ein Mensch hat eine für ihn konfliktive Situation erlebt, woraufhin bei ihm ein SBS, ein sinnvolles biologisches Sonderprogramm, gestartet wurde. Er erkennt nun anhand seines Zwangsdenkens, dass er sich in der konfliktaktiven Phase befindet. Er kennt die auslösende Situation und hat eine Vermutung, was die emotionale Komponente, das heißt der Konfliktinhalt, im Moment des biologischen Konfliktes gewesen ist. Somit kann er nun mit Kenntnis des dritten biologischen Naturgesetzes die Symptome vorhersagen, welche in der konfliktgelösten Phase und in der Epikrise auftreten werden, sobald das SBS in Lösung geht. Und wie funktioniert die Vorhersage bei ganzen Bevölkerungsgruppen? Historisch gibt es die wenig nachprüfbaren, aber dennoch vorhandenen Beobachtungen, dass auf globale Katastrophen oftmals auch starke Krankheitshäufungen folgten. Im Rahmen beider Weltkriege gab es zum Beispiel eine deutliche Häufung von Lungentuberkulose, was die Symptome der konfliktgelösten Phasen sogenannter Todesangstkonflikte sind. Dabei liegt natürlich die Vermutung nahe, dass während der Kriegszeit sehr viele Menschen einen Todesangstkonflikt empfunden haben, der sich im Laufe oder gegen Ende des Krieges gelöst hat, was zu den gehäuften Symptomen geführt haben könnte. Mit der Corona-Krise haben wir nun ganz aktuell wieder eine globale Katastrophe, die zwar mit Kenntnis der 5BN vollkommen anders interpretiert wird, in der aber vermutlich ebenfalls sehr viele Menschen vermehrte biologische Konflikte erlebt haben. Somit ist eine Häufung von Symptomen gegen Ende bzw. in der längeren Anschlusszeit nach der Krise bzw. eventuell folgender Wirtschaftskrisen zu erwarten, wenn auch die individuellen, teilweise dramatischen Probleme überwunden sind. Natürlich ist jeder Mensch einzigartig und kann je nach Lebenssituation und Umständen jedes überhaupt mögliche SBS aktivieren, sodass gegen Ende und in der Folge der Krise generell mit einer erhöhten Krankheitswelle verschiedenster Symptome zu rechnen ist. Trotzdem könnte es zu einer Häufung von bestimmten Symptomen kommen, die sich aus den Sonderprogrammen ergeben, die in der aktuellen Situation besonders wahrscheinlich sind. Im Folgenden eine ganz persönliche Einschätzung, welche gehäuften Konfliktinhalte, Sonderprogramme und Symptome ich für wahrscheinlich halte. Es handelt sich dabei fast ausschließlich um Gewebe aus dem Endoderm und Ektoderm. Ich unterscheide folgende drei Kategorien, in denen ich Häufungen erwarte. Erstens, die empfundene Bedrohung durch das sogenannte Coronavirus. Die erschreckenden Meldungen aus China und später in Italien können in den übrigen Ländern von vielen Menschen als Frontalangst bzw. Ohnmächtigkeitskonflikt empfunden worden sein. Also, da kommt eine schreckliche Gefahr auf uns zu, der wir nicht ausweichen können. Organisch reagieren hier die Kiembogen oder Schilddrüsengänge, was im zweiten Fall zum Beispiel zu plötzlicher Enge und Schwellung im Hals mit möglichen Diagnosen wie Struma oder Kropf führt. Wenn Menschen tatsächlich Angst und Panik hatten, dass sie oder ein naher Angehöriger stirbt, kann dies als sogenannter Todesangstkonflikt empfunden werden, was bei langer Laufzeit zu einer Tumorbildung der Lungenalveolen in der Lunge führt und nach Konfliktlösung zu einer Lungentuberkulose. Zweitens, Komplettausfall des Einkommens. Durch die Lockdown-Maßnahmen hatten sehr viele Selbstständige und Unternehmer sowie ihre Angestellte Angst um ihr Einkommen, ihre Selbstständigkeit oder ihre Anstellung. Oder haben diese sogar wegen Insolvenz verloren. Dies kann einerseits als Revierangst empfunden werden, was die Kehlkopf- oder Bronchialschleimhaut betrifft, und zu Diagnosen wie Erkältung, Influenza, Lungenentzündung oder auch Covid-19 führen, sollte der entsprechende Test positiv ausfallen. Das heißt, hier wäre eine erneute zweite oder dritte Krankheitswelle denkbar, für die erneut der gleiche oder ein anderer Virus verantwortlich gemacht würde. Ein Verlust der Selbstständigkeit oder Anstellung könnte als Revierverlust empfunden werden, was unter anderem die Koronargefäße betrifft und zum Beispiel zu Angina pectoris führt.
und in der Epikrise zu einer Möglichkeit, die als Herzinfarkt diagnostiziert würde. Allerdings würden sich diese Sonderprogramme nicht automatisch nach der Corona-Krise lösen, sondern womöglich erst viele Jahre später, sodass auch die Häufung dieser Symptome deutlich länger verteilt wäre. In diesen Zusammenhang fallen auch die sogenannten Existenzkonflikte, wenn Menschen wegen dem Ausübungsverbot ihrer Berufe oder dem Ausbleiben von Touristen in Ländern, die davon abhängig sind, schreckliche Angst haben, dass sie sich und ihre Familie nicht mehr ernähren können. Dies führt bei langer Konfliktaktivität zu einer Tumorbildung in der Leber. Außerdem treten hier vermutlich auch eine Häufung aller entodermalen, rechtsseitigen Brockenkonflikte und deren Sonderprogramme auf, wo es darum geht, dass man den lebensnotwendigen Brocken nicht mehr bekommen kann. Drittens, die soziale Isolierung während des Lockdowns. Zur Zeit des Lockdowns waren massive Trennungen aller Art Normalfall. Großeltern, die ihre Enkel nicht mehr sehen dürfen, Enkel, die nicht mehr zu den Großeltern dürfen, Paare, die sich nicht mehr sehen dürfen, Erwachsene, die ihre Eltern im Seniorenheim nicht mehr besuchen dürfen, Kinder, die ihre Freunde nicht mehr sehen dürfen und so weiter und so weiter. Der Kontaktabriss kann dabei zum einen als sogenannter Trennungskonflikt empfunden werden, der die Oberhaut oder auch die Bindehäute der Augen betrifft, mit Entzündung und Juckreiz nach Konfliktlösung, wenn man sich endlich wieder sehen konnte. Zum anderen kann die Isolation, wenn man zum Beispiel im Seniorenheim nicht mehr besucht wird oder die Pfleger nicht mehr da sind, zur Aktivierung des sogenannten Flüchtlingskonfliktes oder auch Mutterseelen-Alleingelassen-Konflikt führen. Dies führt neben einer Tumorbildung in den Nierensammelrohren zur erhöhten Wassereinlagerung, was als Nierenversagen diagnostiziert wird und massive, oft auch tödliche Komplikationen mit sich bringt. Die Angehörigen, die sich nicht mehr kümmern dürfen, könnten auch mit dem sogenannten Überforderungskonflikt reagieren, da sie nicht in der Lage sind, ihren Angehörigen die nötige Hilfe zu geben. Dies betrifft die quergestreifte Herzmuskulatur und kann neben massiven Blutdruckveränderungen ebenfalls zu einer Herzinfarktdiagnose führen. Umgekehrt kann das lange Eingesperrtsein in einer kleinen Wohnung bedeuten, dass Streitereien und Ärgernisse in der Familie eskalieren, was zu sogenannten Revierärger und Identitätskonflikten mit Symptomen an der kleinen Kurvatur des Magens, der Gallenblase, der Gallengänge, des Zwölffingerdarms oder der Rektumschleimhaut führen kann. Mit diversen schwerwiegenden Symptomen und Diagnosen dieser Bereiche. Natürlich sind aufgrund der Lockdown-Maßnahmen unzählige weitere dramatische Einzelschicksale mit ihren ganz individuellen konfliktiven Wahrnehmungen vorhanden, die alles Mögliche an Symptomen erzeugen können. Zum Beispiel, wenn sich eine Frau um ihren Partner im Krankenhaus sorgt, den sie nicht mehr besuchen darf. Wenn eine Schwangere nicht weiß, ob sie in der derzeitigen Situation zur Geburt in die Klinik kann. Oder wenn Kinder ihren Vater verlieren, der wegen der Lockdown-Maßnahmen Selbstmord begangen hat. Oder wenn sich Familienangehörige nicht von ihrem verstorbenen Familienmitglied verabschieden dürfen, und so weiter und so weiter. Jeder Mensch, der im Anschluss an diese Zeit unter plötzlichen, massiven und für ihn bisher einzigartigen Symptomen leidet, könnte also genau prüfen, ob die 5BN in seinem Fall das Auftreten der Symptome genauestens erklären können. Mit Ausnahme dieser Einzelschicksale sehe ich persönlich im Gegensatz zu den oben genannten Sonderprogrammen keine erhöhte Wahrscheinlichkeit für das stark gehäufte Auftreten beinahe aller Sonderprogramme des Alt- und Neumesoderms sowie den Sonderprogrammen von Netzhaut, Glaskörper, Inselzellen der Bauchspeicheldrüse, Zähne, Harnleiter, Harnröhre und Nierenbecken, Milchgänge, Tränendrüsengänge, Eierstock, Hoden und Prostata. Es bleibt natürlich abzuwarten, welche vergleichbaren Werte und Statistiken vorliegen werden, um diese Häufung auch tatsächlich statistisch beobachten zu können. Für Hinweise auf entsprechende Statistiken, die unter Referenz 3 gesammelt und veröffentlicht werden, bin ich jederzeit sehr dankbar.